Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Crusader Kings 3. Der Krieg tobt immer noch. So muss das auch. Danach geht's hier runter. Und ich schalte euch wieder zu. Fuck. Was? Ach, die ist mit meinem Neffen verheiratet. Ja, dann. Niederbayer. Mhm. Du leckst hinterher, deswegen sind wir wieder nur auf 1. Tempo verringert, Grund, Niederbayer leckt hinterher. Oh oh. Schon. Gleich wieder so weit, oder wie? Ich hab das nicht mitbekommen. Ich hab keine Meldung gekriegt. Wo hast du die Meldung bekommen? Wenn du unten auf das Tempo erhöhen hoverst und mit der Maus drüber hoverst, dann steht der Grund auch immer bei. Ah, stimmt. Ach, da stehen auch unsere ganzen... Wenn du auf die Uhrzeit gehst, stehen die ganzen Uhrzeiten. Und wenn auf einer Tempo-Knöpfe steht hin, warum... Tempo verringert wurde. Weil Niederbayer hinterher geleckt hat. Also jetzt hält er nicht mehr hinterher. Leck. Ja, das ist das bayerische Schrottnetz. Netz. Interschrott. Interschrott. Okay. Wir kriegen es wieder vorbei. Sehr, sehr schön. Da, sehr gut. Danach nebenbei noch ein Kriegsross gebändigt. Also die paar Gebiete zu verlieren, oder was heißt die paar, aber die Gebiete zu verlieren, war angenehmer als den ganzen Krieg mit den ganzen unzufriedenen Leuten zu haben. Ja, wenn du mit sagen, vor, du halt nicht mehr so gehst, ist ja okay. Vorher. Sehr schön, wie gesagt. Ein starker Verbündeter im Byzantinischen Reich. Hätte euch diese Unannehmlichkeit da erspart, der Basileus wäre euch zu Hilfe geeilt. Gerade gar nicht mit dem Basileus verbündet. Das weiß man nicht. Ich weiß, aber wenn man sich unter seinen Scheffel stellt, als Vasall, dann... Alles gut, ich bin gerne unabhängig und ich meine... Aber ja, die Hilfe der Schwerter, die waren gern gesehen bei der Eroberung des Königreichs, ne? Wo bleibt der Dank? Wo bleibt der Dank? Ich habe gedankt. Geht ihr als Ratskanzler nicht viel zu weit, solche Vorwürfe zu äußern? Und nein, außerdem, wofür ist sonst ein Ratskanzler da? Er führt das Reich. Er vertritt das Sie sind auch wohl noch Komiker, oder wie heißt das noch? Gaukler? Ich weiß nicht, habt ihr einen Ratskanzler in der Burgunderei? Ist er nicht dazu da, dem König, dem Kaiser, vielerlei abzunehmen? Ja, aber dem... Der zweitmächtigste Mann im Reich? Ich möchte nur mal sagen, also ich meine, ich bin ja nicht ohne Grund, habe ich ja diesen Krieg. Und ich habe ja diesen Krieg geführt, um ein Königreich zu werden und nicht später wieder ein Untertan zu sein. Also nur aus reinem Eigennutz, nicht mehr um den das Christentum auf Spanien zu verbreiten, sondern nur aus Eigennutz, das ist aber schlechte Vorbereitung. Das stimmt. Ja. Das muss der Papst aber mal eventuell drüber dann denken, den Portugiesen. Da juckt mir gleich das Ohr, wenn ich sowas höre. Nicht nur das, ist nicht jeder ein Diener Gottes. Ich würde wieder eine Anfrage an den polnischen König stellen. Ich würde gerne einmal mit dem Engländer und dem Burgunder sprechen. Jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt wird Arschlicherei betrieben. Achtung, werte Herren. Ja, der König von Portugal braucht eure Hilfe gegen das Heidentum hier. Und gegen den König Bratislav, wie es aussieht. Welche Anfrage, Bayer? Ja, bezüglich einer Heirat. Wo wieder? Brauchst du einen Kriegsbeitritt oder was ist jetzt los? Ja, wurde eh angenommen. Soll ich und, uns in den... Und ein ja, mach mal. Interessantes ja. Wappen habt ihr da. Ja. Hast du jetzt überhaupt eine Anfrage bekommen, oder? Okay. Nee, ich habe keine Antwort bekommen. Okay, dann hast du das gar nicht bekommen, aber das Wappen sah aus wie das doppelte Zeichen vom Adolf.
Eine Swastika meinst du? Mein Swastika ist kein Hakenkreuz. Das ist was anderes. Stimmt. Ja, noch ein bisschen mehr, aber ja. Ihr habt die Eigenschaft berühmte Frohnatur erhalten. Ich bin ein berühmter Säufer, yay. Yeah. Also ein Glückwunsch. Das wunderbar. Das ist natürlich auch eine Leistung. Oh, ich sehe da. Müsst aufpassen, ne? Werte Herren in Europa hier. England, Portugal und Burgund. Dass das Bündnis der drei wird. Naja, die haben genug zu tun, ne? In Spanien, Frankreich. Spanien wird da nicht viel passieren, ich sehe das schon. Die Banksigen da ist Novgorod. 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 Aber die ist schon ein bisschen geschrumpft tatsächlich. Also die haben schon rein verloren. Haben schon ein bisschen bluten müssen. Ja. Schweden hat es anscheinend auch vollkommen zerlegt. Ja. Ich weiß aber nicht warum. Ich habe da echt die Finger nicht im Spiel gehabt. Königreich von Norweger. Alba. Alba gewinnt auch schwer an Stärke. Ja, der Bürgerkrieg setzt ein bisschen zu, aber danach geht's dann gegen die Heiden. Hat noch kein einziger ausgerufener Kreuzzug vom Papst. Ja. Stimmt. Noch zu früh wahrscheinlich. Ja, ja. Vielleicht. Bayern? Mhm. Was ist mit Böhmen eigentlich? Warum wird das nicht... Warum wird das nicht endlich von Bayern geschluckt? Weil ich erst mein Königreich machen will. Ach so. Bevor ich Wien zum vierten Mal erobern muss. Ach so. Also Polen wird sich nicht weiter Richtung... Südwesten ausbreiten, übrigens. Vielleicht hier und da mal eine kleine Provinz, aber... Also Bayern, wenn Königreich ist, dann wird es erstmal sein Gold weiß ausgeben. Weil das alles Katholiken sind, fast alles Katholiken sind, ist alles gut. Ja, Gutbardit ist orthodox, Transsilvanien auch. Und die Walachei ist auch orthodox. Der Rest ist Billaballa. Meine Frau will einfach nicht mehr schwanger werden hier. Musst du sie verführen? Ja, was meinst du, mache ich ständig? Was ist denn da passiert? Ich fürchte, da wird bald eine Scheidung fällig. Sagt der Papst dazu. Herunter die Arschgeigen. Ach du Schande, wie sieht die denn aus? Kostet eine Ehescheidung eigentlich noch was, oder? Hängt davon ab. Ich bin sicher, aber manchmal ja, manchmal nein, das ist... Thomas der Papst, den Partner, von dem du dich scheiden lassen willst, wenn du dich scheiden lassen willst, muss er ihn nicht mögen, dich muss er mögen, kommt davon ab, sündige Eigenschaften bestehen. Ja, also ich müsste dem Papst einmal 200 Gold zahlen, damit er mich noch mehr mag, und dann kann ich die Ehescheidung ausfüllen. Aber der Papst. Ja, der steht auf Geld. Der mag es nicht, dass ich mehr Kohle habe als er, oder? Er macht 26, Floating, das ist schon... Du bist 26 ja im Monat, das ist schon heftig hier. Der Basileus ist dezent verschuldet, sehe ich gerade. Minus 727, ja. Er verliert tatsächlich auch den Bürgerkrieg gegen seinen... ja, stimmt. Langsam zumindest. Das ist, weil wir nicht eintreten in...
Minus 700, ach du Scheiße. Aber wie gesagt, das ist auch nicht, das ist tatsächlich nicht unser Interesse hier. Ja, aber es gibt ja dann ein instabiles Reich. Ah, nein. Das Problem ist, wenn das gemacht worden ist, also wenn der Typ den Krieg gewonnen hat, könnte es sein, dass es halt Folgebeben gibt im Reich, gell? Ja, ja, sowieso. Ja. Naja, aber zum einen sehe ich es jetzt aktuell so, wenn er die Macht kommt, also zumindest einige von denen, die ihn auch unterstützt haben, scheinen ihn ja zu mögen, sonst hätten sie ihn ja nicht unterstützt. Ja, das ist ja das Problem. Ob er gewinnt oder verliert, ist immer, ist egal. Jetzt können wir eigentlich wieder auf 2 machen, oder? Also von mir aus schon. Wenn der Wert aber hängt ja nicht mehr hinterher. Ja, ich weiß nicht, was vorher war. Ja, das ist die Frage. Was machen wir denn schönes jetzt? Ich habe hier vorher leider meinen Anspruch übersehen und jetzt muss ich hier nochmal warten, 7 Monate, bis ich Ansprüche. Das ist ja ziemlich lästig. Ja, das Byzantinische Reich darf nicht zerfallen, weil wenn das Byzantinische Reich zerfällt, dann gibt es kein Halten mehr vor den Muslimen. Das ist das Problem. Müsst ihr was dafür tun? Ja, wir arbeiten die ganze Zeit, um uns zu stärken, was gleichzeitig das Byzantinische Reich stärkt. Aber man sieht es eh. Unser Basileus war großzügig, aber kommt keine Hilfe zurück. Die Leute hier, die einzelnen Könige, die sind nur ihr eigenes Wohl bedacht. Ich habe mich für die Hilfe des Basileus bedankt. Also nein, das meine ich nicht. Ist alles gut. Ach so. Ich meine die Untertanen hier, da Thessaloniki etc. Die Schwächen. Alles undankbare Hunde. Ja, wir wären intelligenter, wenn wir uns alle zusammentun würden und gegen die Muslimen vorgehen würden, anstatt hier untereinander im Reich Krieg zu führen. Das ist lächerlich. Muslimen liegen aber nicht in Italien, werter Ratskanzler. Das mag schon sein, aber die Frau meines Neffen hat einen Anspruch auf Spoletta und deswegen, die hat, das ist das Erbrecht. Ist kein feiger Überfall, sondern ein ganz normales Erbrecht. Was haben sie denn vor, sobald sie die Spoletta erobert haben? Da wird dann wahrscheinlich die Dame herrschen, schätze ich mal. Ganz normal. Ja, aber was ist mit den anderen Gebieten in Italien? Das sind andere Gebiete in Italien. Was soll damit sein? Ich wollte ja nur fragen. Ob die in ihrer Interessensphäre fallen oder so. Wir sollten da mal ein besonderes Auge dann auf den Papst haben, nicht dass da noch zurück. Kommen zurück. Übernommen werden, oder was? Der Papst wird geschützt. Der wird ja schön ummantelt von der vom orthodoxen Reich. Genau. Ummantelt ist, ja. Da kann man auch ersticken dran an so einem Mantel. Nein, das. Das ist sicherer, als wenn hier alles Kleinstaaten sind, die hier dann auch den Salamiden oder den Midaden hier anfallen. Das ist schon sicher so, wie es ist. Also ich, für mein Königreich kann ich nur sprechen, bei Ancona wäre eine Grenze überschritten. Ja, das müsst ihr dann mit der Erbfolgelinie ausmachen. Oh, der Junior ist schon einäugig hier, hat er das denn hingekriegt? Die Frage ist, ob man die Orthodoxen überhaupt über die Albaner Berge lassen sollte. Über die Albaner Berge? Was sind denn die Albaner Berge? Hinterhalb Rom? Ja. Herr Sparta, ist es durch. Oh, wunderbar. Ja. Wollt ihr eurem Basileus nicht beistimmen im Krieg? Es kämpft ein Basileus gegen einen anderen möglichen Basileus. Er hat einen Erbanspruch. Ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, aber wir ehren Erbansprüche, so wie sie halt sind. So wie euer Bruder mit einen Krieg. Anspruch auf den Titel hat und wenn er euch stürzen will, dann muss man sich entscheiden. Wenn mein Bruder mich stürzen will, dann ist die Entscheidung getroffen. Ja. Ja, genau, so wird man dann auch zu einem Mörder, Sippenmörder, Familienmörder. Bin ich nicht. Bin ich Sippenmörder, Familienmörder? Nein. Aber seht ihr? Da, schaut. Gräfin Antonella von Abruzzi, die hat einen Titel.
Und den Titel hat sie jetzt bekommen. Ne? Sie ist jetzt die Gräfin von Abruzzi. Sie hat Ansprüche auf das Herzogtum von Spoleto. Sie hat Ansprüche auf das Herzogtum von Romagna. Sie hat Ansprüche auf die Grafschaft von Spoleto. Ja, aber die sie nicht durchführen wird. Warum nicht? Das sind ihre Ansprüche, das kann sie natürlich machen. Sie wurde von ihrem, was war das? Moment. Ja, sie ist ja katholisch, das ist ja auch in Ordnung. Sie wurde von irgendeinem Despoten wurde sie vertrieben, von ihrem Land und ihrer Familie enterbt. Wer weiß, ob sie geschändet worden ist und der Zuflucht an meinem Hof gesucht. Ich habe sie aufgenommen und dort hat sie Graf Konstantinos kennengelernt. Das ist ein Cousin von mir, vom König von Sparta. Und sie haben sich verliebt. Es gibt neun Basileus. So ist es. Einschmeißen. Und die haben sich verliebt. Und die haben geheiratet. Wie ihr sehen könnt, ist Graf Konstantinos jetzt Graf von Abruzzi. Und sie sind verheiratet. Dementsprechend, sie kann jetzt theoretisch ihre Ansprüche durchsetzen, wie sie möchte. Es ist nicht anders. Also ich glaube, ich muss mich hier echt jetzt mal entscheiden lassen. Das darf doch nicht wahr sein. Also ich sehe das anders, dass das all ihre Ansprüche durchsetzt. Dann kann ich ja auch sagen, ich setze meine Ansprüche an, nur wenn ich welche hätte. Ja, wenn ihr welche hättet, dann könntet ihr eure Ansprüche durchsetzen. Richtig. Ihr habt zum Beispiel Anspruch auf das Herzogtum von Aquitanien. Irgendeiner eurer Vorfahren war anscheinend im Königshaus von Aquitanien. Theoretisch habt ihr Anspruch auf das Königshaus, auf Aquitanien oder Teile davon. Wenn ich so denken würde wie sie, hätte ich schon ganz Aquitanien erobert. Ja, ihr habt ja auch Portugal gegründet und also ich weiß jetzt nicht, in einem Religionskrieg ein bisschen weniger Anspruch, als wenn ihr direkt aus der Linie kommt. Hört euch nur vor, es würden ganz viele sterben im Hause der Amboise oder wie auch immer die heißen, dann wärt ihr auf einmal König von Aquitanien. Was für ein günstiger Zufall. Er Erbrecht. Ist alles einfach. Ist ja nicht so, wie als hätte das Königreich von Sparta jetzt die Grafschaft von Abruzzi erobert. Hat es ja nicht. Gräfin Antonella von Abruzzi, Haus der Gudeschi oder Gudeschi, ist jetzt Gräfin. Nicht Kardashian? wenn hier die Kardashians wären, dann würde der Papst aber hausieren gehen hier. Okay, 13 Gold. Die ägäischen Inseln tun uns anscheinend gleich. Warum, was ist mit denen? Na, die haben Sovieto eingenommen. Über Spoleto. Ah ja, ja, wenn es. Theoretisch habe ich auch Ansprüche auf die Ägäischen Inseln, aber naja, das muss ja nicht weiter. Alles haben. Ist schon wieder ein Ratsmitglied gestorben, müsste mich verarschen. Kümmert ihr euch nicht gut genug um eure. Ich erhielte die Eigenschaft eifrige Frohnatur, na dann. Könnte ich nochmal mit den Polen, den Engländern und dem Burgunder sprechen, weil. Ja, einen Moment. Also, wenn du das mit Polen in Ordnung ist. Was sind denn das jetzt hier für. Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. Ich weiß es doch nicht. Dann werden wieder Kriege geführt, wie es aussieht, ne? Ich versuch's noch, ich hab einen Anspruch. Sehr gut. Steh auf. Merseburg auf Keridon und auf Verfervel. Komm weg. Geht denn da jetzt ab? Also, Herr Bayer, ich würde aufpassen, wenn ich jetzt von einer Seite plötzlich deine Polenklatsche komme, dann nur so als wohlgemeinte Warnung. Aber wir wollen ihnen nichts. Und da sie sich ja aus Italien raushalten wollen, können wir ihnen nur sagen, solange sie sich aus Italien raushalten, na, kann man mit sich reden lassen. Ich denke, da besteht keine Gefahr. Lux. Oh, er ist Albino. Lux al Ioannis der Zweite. Frau ist schwanger geworden. Mal gucken, ob es mir jetzt einen Sohn schenkt. Aber ich. Ja, doch, ihr habt einen Sohn. Werter Docs, also zur Not könnte man sogar
Wir sind gar nicht mehr verbündet. Ja, ja, ich weiß, weil das Verlöbnis gelöst worden ist. Dann hat er das selber gemacht, weil er kann ja selber handeln, das wäre mein Bruder nur. Dann kann man aber trotzdem eventuell ja euren Sohn mit einem meiner Töchter vermählen. Matrilinear nicht, aber... Nein, ich habe 3 Töchter, das ist schon in Ordnung, wenn es dann okay. Patrilinear geht. Könnte man ja eventuell mit einer meiner intelligenten Töchter machen, das ist dann nicht das Problem. Sehe, da haben wir ein mögliches Bündnis. Prinzessin Uta von Sizilien? Ja, Prinzessin Theodora, oder? Die ist ungefähr, da sind sie im gleichen Alter mit 2. Ja, ja, ganz genau, die meine ich auch. Wunderbar, genau. Dann schicke ich mal eine Anfrage. Mhm. Galatien, wo ist denn? Kinder aus dieser Ehe gehören in die Dynastie von Dings, ja, aber das ist ja alles so abgesprochen. Wenn ihr eventuell nicht einen Sohn haben konntet, kann ich ja auch eine eurer Töchter heiraten. So ist es. Oh, die eine ist Bluter. Wieder nicht. Von meinen Töchtern. Ja, die Romilia. Arme. Bluterin. Da schneidest du sich und plötzlich... Stimmt. Ab. Schwerer Malus. Uiuiui. Naja, ne? Wir gleich verheiraten hier. Gucken wir dann gleich weitergehen. Endlich die ganzen Sultanate von Afrika hier. Sultan Ahmad Il Ibn Ibrahim von Aglabid Sultanat ein bisschen weiter zurechtstutzen. Ja. Der Junge. Hä? Wo ist der? Ein Alt, aber ist okay. So, jetzt sind wir alles wieder. Willkommen. Und was habt ihr denn besprochen? Das wollen wir dir jetzt erzählen, deswegen sind wir weggegangen. Ach so. Ja, warum denn? Ich kann ruhig ehrlich sein. Wir haben besprochen, wie weit wohl Byzanz und vor allen Dingen der griechische Lux, ja, das Spiel hier noch in Italien weitertreiben möchte. Okay, über welchen Dux haben wir denn gesprochen? Über dich. Ich bin kein Dux. Bist du dann? Despot. Also, da habt ihr euer Gespräch aber umsonst geführt. Naja. Da hast du mir aber leid. Die Probleme haben sich gerade in Luft aufgelöst. Wie gesagt, ihr seid zu nah am Papst. Der Papst ruft mich auch gerade in den Krieg. Gegen was? Gegen die... Pink Spoleto. Ja. Wunderbar, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, da sind wir uns wieder. Nur Byzanz gewährleistet Frieden. Krieg. Ich habe ja gerade 600 Gold, dann kann ich ja wassern. Der arme Papst. Der arme Papst hat mich in den Krieg gerufen. Der hat Angst, dass Poletto erobert wird. Ah, er verteidigt. Nein, er erobert das. Ja, Nein, ja. Der angreifender so Krieg gegen Poletto. Der Papst sichert die Grenze, finde ich gut. Ah ja, genau. natürlich. Ja, klar. Der Papst. Wir machen ein Meeting, wir hätten den Papst mit reinholen müssen ins Meeting. Ach, das ist Wahnsinn. Papst macht halt selber schon. Wow, die Söldner bei mir sind... Sind die aufgelaufen? Achso. Die Menschen ausgelaufen. Boah, jetzt rennen die weg. Papst, musst du deine Truppen auch mal zur Verteidigung da lassen, bis die englischen Truppen da sind. Die brauchen ein paar Monate. Ha, ich habe einen Sohn. Sehr gut. Glückwunsch. Sohn. Ja, ja. Ich sehe schon diese Aufwiegelungen hier vom König von Portugal. Das wird ein Nachspiel haben, König Ordono der Große. Nur das wird uns ja richtig verstehen. Das sind keine Aufwiegelungen. Er hat ja nicht, Unrecht. Das ist ein Versprechen. Ah, okay. Das ist ein Versprechen. Er hat ja nicht Unrecht. Es herrschte der Tenor am Anfang des heutigen Abends, dass sich Byzanz nicht weiter Richtung Norden, zumindest nicht in Italien, weiter Richtung Norden ausbreitet. Und das die Absprachen wurden anscheinend jetzt für nichtig erklärt. Es gab keine Absprache. Byzanz breitet sich dahin aus, wo Byzanz sich ausbreiten möchte. Ach so. Ja, wunderbar. Dann haben wir das ja geklärt. Natürlich haben wir das geklärt. Basileus herrscht. Noch ein eigenständiger Herrscher. Also noch Massenvernichtungswaffen erforschen, na gut. Keine Atombomben.
Hab ich nicht unterschrieben. Der alte Basileus dreht sich im Grab um. Hat er zuerst dem gierigen König von Portugal zu seinem Königreich verholfen und jetzt wird hier intrigiert. Waren die Truppen überhaupt auf spanischem Boden? Ich habe da nichts gesehen. Doch. Länger als die Spanier selber gekämpft haben. 3-4 Jahre. Das ist eine Lüge. Die Spanier haben gekämpft. Ja, die Spanier haben auf die Schnauze bekommen, bevor der Gezant. Es ist 9, meine Herren. Das ist so. Ja, also wir werden schon sehen, wie lange Portugal überlebt, so ohne die Hilfe des Basileus. Vielleicht spuckt ja England ganz viele Ritter rein und Burgund. Oh, es ist 9, tatsächlich. Gut dann, bis bald, ciao.